Heute ziehen wir den Robotern die Nasen lang. Es ist soweit, Leute. Das Finale von SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom. Heute betreten wir ihn. Den Abfalleimer, wo auch so ganz dezent Roboter-Hauptquartier draufsteht. Ja, hier wird Essen serviert, aber keine Liebe. Eilmeldung! Die Behörden haben bestätigt, dass die Roboter, die im Bikini Bottom Amok laufen, tatsächlich aus dem Abfalleimer kommen. Ja, genau da, wo du stehst. Plankton, Inhaber des Abfalleimers und insbesondere bekannt für den Bau von Robotern, deren einziger Zweck es ist, Chaos und Zerstörung zu bewirken, hat jegliche Verstrickungen dementiert. Lul. Und dann werde ich auf euren Kindern herumtrampeln und dann auf den Kindern eurer Kinder! Wie willst du das machen, du Winzling? Das waren die Eilmeldungen aus Bikini Bottom! Ah ja. Naja. Wir klären das gleich. Mir fehlt noch ein goldener Pfannenwender für das 100% Ending. Ihr habt mir nämlich in die Kommentare geschrieben, ich soll erst zum Endbosskampf gehen, wenn ich 98 goldene Pfannenwender habe. Und by the way, man braucht 75, das ist schon ziemlich viel. Natürlich habe ich nachgeguckt, wie die Statistik so ist. Mir fehlt noch ein goldener Pfannenwender in Bikini Bottom. Und jetzt steht auch da, wo er ist. Ich habe es nämlich schon vermutet, hier im Abfalleimer, weil woanders konnte er nicht mehr sein. Ein Wandsprung im Eimer ist der Tipp. Okay. Bei der Abzugshaube oder was? Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ja! Yes! Das hätte ich aber ohne den Tipp, glaube ich, niemals gefunden. Dann sollten wir jetzt bereit sein für das Finale. Aber ich guck noch, was es hier sonst noch gibt. Ja gut, nichts Besonderes. Außer vielleicht hier die Essensliste. Was haben wir denn auf dem Menü? Abfallburger, Abfallpommes, Abfallshake, Abfallsticks. Keine Ahnung, ob Chicken Sticks oder Mais oder whatever. Jambalaya. Weiß ich jetzt auch nicht, was das sein soll. Ist neu. Ja, auf jeden Fall ekliges Zeugs. Ganz, ganz ekliges Zeugs. Und jetzt geht's in Planktons Labor. Die Küche. Oha. Robo SpongeBob. Seht euch den Typen an. Mit dem großen, eckigen Kopf und mit dieser kurzen Hose. Etwas Grässlicheres habe ich noch nie gesehen. Moment mal. Das grässliche Ding sieht ja aus wie ich. Ich wusste immer, dass SpongeBob mein Tod sein würde. Grundgütige Gründe. Ein Roboter-SpongeBob. Irgendetwas Komisches geht hier vor sich. Und damit meine ich nicht dich. Was anderes Komisches. Plankton, du steckst hinter all dem, oder? Ja, ja, ich war es die ganze Zeit. Sehe, der Duplikatotron. Ich hab den Namen schützen lassen, also denk nicht mal dran, ihn zu klauen. Damit kann ich von absolut jedem eine Roboterkopie machen. Ich wollte eine ganze Armee aus loyalen Robotern aufbauen, die jeden meiner Befehle ausführt. Aber jetzt laufen sie Amok. Ich hatte vergessen, den Schalter auf Plankton-Gehorchen umzulegen. Ach! Aber da Papa jetzt zu Hause ist, kann ich das beheben. Was ist denn jetzt los? Es sollte doch funktionieren. Es funktioniert bestens. Sie gehorchen mir. Ich wusste, ich hätte keine Kopie von mir anfertigen sollen, aber ich bin einfach zu süß. Das war das letzte Mal, dass du meinen Plänen in die Quere kommst. SpongeBob, darf ich vorstellen, SpongeBob. Hey, wie geht's dir? Darf ich dir meine Freunde vorstellen, Patrick, Sandy? Genug! Macht euch bereit für euren Untergang! Okay, das ist crazy. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Gib's ihm, SpongeBob! Ja. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Ziemlich crazy auf jeden Fall. Der Story-Reveal, dass es Plankton ist, ist uns allen natürlich ganz klar gewesen. Ja, wer sollte denn sonst hinter diesen Robotern stecken? Aber das ist das Ticket.
so lame aufgelöst wird. So von wegen, yo, ich habe vergessen, den Schalter umzulegen. Ja. Das ist mir fast schon ein bisschen zu lächerlich, aber okay, passt vielleicht zum Spiel, passt zu SpongeBob. Es soll witzig sein, ich verstehe das und ich glaube... Begrüß meinen kleinen blassen Freund. Ja, ich glaube, dich müssen wir abballern. Uiuiuiui. Der kann Karate. Hat er wohl von Sandy gelernt. Begegnungen der schmerzvollen Art. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Gibt's ihm Ah! Ja, ich hab's mir gerade gedacht, weil der hat auch am ganzen Körper diese grünen Schaltflächen oder was das da sein soll. Oder Lämpchen, don't know. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Die müssen wir alle zerstören. Das sind seine Leben. Das ist das Ticket. Nicht nur auf den Händen. Alles klar, hab verstanden. Oh, ich wollte noch so viel sagen, aber der Kommentator, der da die ganze Zeit dazwischen spricht, der macht es einem ein bisschen schwierig als Let's Player. Und das war voll daneben. Ich versuche noch die Nase mitzunehmen. Yes! Und der Roboter ist am Boden. Du schon wieder? Na gut. Jedenfalls, ziemlich krass, dass wir es jetzt nicht nur mit Robo SpongeBob zu tun bekommen, sondern auch mit Robo Plankton und die beiden zusammenarbeiten. Karate. Oder soll das Karate das heißen? Kinderspiel. Karate. Ja. Ah, Karate. Weil der SpongeBob immer so übertrieben lacht. Soll das, glaube ich, eine Anspielung darauf sein. Ja, vor der Attacke habe ich Angst, weil die ist ziemlich schwierig auszuweichen. Bam. Der Roboter ist einfach zu groß für einen solchen Angriff. Aber ich denke, es ist schon getan, wenn wir einfach nur in Bewegung bleiben, auch wobei. Menschlichkeit. Oder soll was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Oh, oder muss man ab und zu auch in die andere Richtung rennen? Ah, okay, verstehe. Ja, so kann man perfekt ausweichen. Oh, Vorsicht, Karate kommt. Aber ist es jetzt ein Kampf, den man nur mit SpongeBob macht? Weil ich muss sagen, sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Klasse Aktion, ich habe das eigentlich schon SpongeBob. Ziemlich gefeiert, Match ist so gut wie beendet. Dass man die anderen Bosse mit mehreren Charakteren gemacht hat, ja? Und ich habe es eigentlich schon erwartet. Verzieh dich. Ich habe jetzt eigentlich schon erwartet, dass wir im Finale alle Charaktere brauchen werden. Bis jetzt aber nicht. Und er hatte noch zwei Leben. Sagt aber keiner, dass es danach schon vorbei ist. Denn das wäre auch ein bisschen zu einfach für einen finalen Boss. Wobei diese Karate-Attacke, die ist schon sehr unberechenbar. Ich weiß nicht genau. Irgendwas mache ich da immer noch falsch. Na gut, kann sein, dass man wirklich immer hin und her jumpen muss, um perfekt ausweichen zu können. Bin mir da nicht 100% sicher. Na? Sieht so aus, knappes Ding. SpongeBob hier eine Gelegenheit. Oh, dieser Moderator, ne? Das ist das Ticket. Au, ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. An sich sollte ich ihm dankbar sein, weil er übernimmt meinen Job. Ich könnte theoretisch komplett still sein. Aber ich will es mir ja nicht zu einfach machen hier. Dennoch, es ist halt schwierig, gut zu kommentieren, wenn der die ganze Zeit dazwischen quatscht. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Oh, ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Schwamm. Ja, das war ein bisschen lost. SpongeBob ist wieder im Kampf. Bin gespannt, ob danach noch eine Phase kommt. Oder ob es damit wirklich schon durch ist. Weil es wäre damit ein bisschen eintönig. Er hat zwar stärkere Attacken drauf als die anderen Bosse. Also das schon. Aber ist noch ein bisschen unwürdig für so einen Finalboss. Weil auch sein Schema recht klar ist nach kurzer Zeit. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Ja, stell dir vor. Hast du schon 100 Mal gesagt. Und bam! Gibt's ihm SpongeBob? Tatsächlich down? Wir haben den goldenen Pfannwender erhalten. Aber ich weiß gar nicht, wie viele gibt's. 100? 99? Nein! Ihr Tölpel hat meine wunderschöne Braut zerstört. Wir wollten doch nächste Woche heiraten. Sagte er heiraten? Ich repariere dich, Baby. Oh, ich schrumpfe! Nein, Patrick, ich glaube, der Roboter wird größer. SpongeBob, er ist in deinen Kopf geflogen. Nun, dann werde ich ihm in meinen Kopf folgen. Ich meine in den Kopf meiner Roboterversion, der wie mein Kopf ist, nur größer und metallischer. Machst du jetzt endlich? Roboter Plankton, hier komme ich.
Das wird mir gerade alles so merkwürdig. Ja, mir auch. Also kommt noch was. Aber anders als erwartet. Was wird das denn jetzt? Keine zweite Battle-Phase. Wir müssen ihn von innen eliminieren. Oh, jetzt sag aber nicht, das wird noch so eine Roboterschlacht. Weil das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen funkelnd. Zu generisch. Blasenpower. Oh, verdammt. Ich glaube aber, es geht eher darum, das Feld zu räumen und dann mit den Raketen diesen Roboplankton zu erwischen. Was gar nicht mal so einfach ist. Aber ich bin auch kein Profi mit der Blasenrakete, wie wir alle wissen. So langsam könnte aber auch mal ein Treffer erzielt werden. Das kann's nicht sein! Ich treffe ihn nicht. Oder mache ich was falsch? Weil es kann irgendwie ja nicht sein. Doch, man muss ihn treffen. Ah ja, und jetzt geht's ja auch weiter. Ach du Schande. Huch, war ich das? Entschuldigung. Ja gut, ich sehe schon. Das ist das Ziel hier. Wir müssen diese Energiezellen zerstören und dann wird wahrscheinlich der ganze Roboter in sich zusammenbrechen. WTF? Nimm das. Was war das? Warst du das? Ja, muss ja so sein, oder? Boah, dann ist das Zusammenspiel von diesem Zeppelin und dem Roboter-Duplikator extrem gefährlich, weil während du selbst angreifst, spawnen hinter dir Gegner. Oder die Rakete kommt angeflogen. Also ich hoffe, es gibt hier Checkpoints, weil ich bin jetzt schon so gut wie down. Aber ich glaube, ich bin hier auch nicht mit vollem Leben rein, oder? Also man wurde nicht geheilt, was schon ziemlich fies ist. Aber wir werden sehen. Ist jetzt ganz spannend. Ich glaube, ich brauche hier das Blasenbowling. Muss vor allem in Bewegung bleiben. Nein, doch nicht gegen diese Opfer so ein Leben verlieren. Warum? Okay, ich hab ihn. Wie komme ich weiter? Ach, okay. Du kommst auch jedes Mal. Wie viele Raketen tankst denn du bitte? Immerhin sind wir mittlerweile zielsicherer. Nicht so blind wie am Anfang. Musik ist auch ganz nice. Aber das gilt ja fürs gesamte Spiel größtenteils. Das Face von SpongeBob. Bis jetzt aber wirklich noch kein Checkpoint. Ich mache mir Sorgen. Also wenn man das hier wirklich alles auf einmal und hintereinander machen muss, dann... SpongeBob an Einsatzleitung. Hä? Warum geht denn meine Rakete jetzt kaputt? Ja, du hast nur so ein minimales Zeitfenster. Den habe ich verstanden. Da darfst du dir nichts leisten. Oh, schnell. Hey, was soll das? Ich kann mich nicht bewegen, während diese Gegnersequenz kommt. Aber okay, wie es aussieht, wird die Rakete automatisch zerstört, wenn der Zeppelin zerstört ist. War mir noch gar nicht klar. Und da bist du ja wieder. Ich lasse ihn lieber immer erst einmal schießen, bevor ich ihn auskontere. Gerade jetzt mit Low HP. Lieber auf Nummer sicher spielen. Komm ich da hin? Boah, das sah so unmachbar aus. Aber doch, alles klar. Und auch hier. Blasenbowling. Boah, wenn ich so heftig aufladen. Ja. Entspannt. Wie weit drauf geht's denn dann noch? Alter, ist das krass. Da ist er ja wieder. Okay, weiter. Immer weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn da jetzt treffen muss. Oder ob es nur darum geht, jetzt das Ziel zu erreichen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich springe hier im Kreis. Ach so, Moment mal. Was sind denn das für komische Tunnel da? Huch, wir sind auch mit 4 Pfeilen markiert. Wo ist der Plankton? Weg? Dann schaue ich mir das mal an. Ja, okay, alles klar. Hab verstanden. Das war jetzt ein bisschen verwirrend am Anfang. Weil ich dachte eigentlich, man müsste ihn eliminieren. Und ich habe vorhin gesagt, ich lasse ihn extra einmal angreifen. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Und was ist? Ich beherzige meinen eigenen Rat nicht. Aber zugegebenermaßen muss ich auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell angreift. Und manchmal ist er da, manchmal nicht. Wie wird denn das entschieden? Oh, das war's. Wir haben es geschafft. Mit einem Leben. Ja, moin. SpongeBob, du hast es geschafft! Was denn? Was? Oh, ah. Tja. All meine Pläne! Ruiniert! Jetzt reicht's, ich werde Rechtsanwalt! Du hast mich noch nicht besiegt! Ich habe noch unzählige Roboter in ganz Bikini Bottom! Ich rufe alle herbei und dann guckst du dumm! Oh, oh! Ich vernichte dich! Du vernichtest mich! Ich vernichte dich! Ich vernichte dich doppelt so übel. Ach ja, ich vernichte euch dreimal. Und ich vernichte euch unendlich oft. Sei still, du dummer Roboter. Wen nennst du hier dumm? Ich war auf der Volkshochschule, du übergroße Kaffeemühle. Ach ja, dir zeig ich's. Tja, Plankton, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Oh, das hab ich gewiss. Nächstes Mal mache ich das richtig. Autsch! Wir haben gewonnen. Wer hat Lust auf Eiscreme? Ich. Muss ich euch alle daran erinnern, dass Bikini Bottom immer noch von Robotern verwüstet wird? Stimmt, Sandy. Ja, sie hat eine schöne Stimme. Ich werde bestraft. Ich weiß nicht wofür, aber ich werde bestraft. Es gibt da draußen immer noch viel zu tun. Meerjungfraumann und Blaubarschbube geben nie auf, also werde ich es auch nicht. Wir dürfen nicht ruhen, bis Bikini Bottom wieder sicher ist. Hey, das am Ende war wohl das 100% Ending. Fantastisch. Leider nochmal mit dem offiziellen Intro-Song. Warum leider? Naja, könnt ihr euch schon es denken. Glänzt. Darauf gibt's natürlich einen Copyright-Claim. Aber ich bin so jemand, und ich glaube, davon bin ich einer der ganz wenigen YouTuber, die lassen sowas einfach drin. Man verdient dann zwar keinen einzigen Cent, sondern nur der Rechteinhaber, aber ich denke mir immer, wenn ich den Sound rausnehme, dann nehme ich der Sache auch irgendwie die Seele raus.
gibt einige Let's Plays, bei denen ist das extrem schmerzhaft, wie zum Beispiel Little Big Planet oder auch Life is Strange. Da wird halt wirklich fast jeder Part weggeclaimed und man macht die Parts sozusagen, ja, komplett for free. Opfert seine Stunden halt nur für den Spaß an der Sache. Ist okay, aber so ein, ja. Ich denke, ich muss es nicht erklären. Natürlich möchtest du auch deine paar Dollar für das Video erhalten, aber dennoch habe ich mich dazu entschieden, ja, solche Songs nicht zu muten und in dem Fall einfach in den sauren Apfel zu beißen. Wollte ich an der Stelle mal erklärt haben. Vielleicht wundert ihr euch nämlich, dass bei dem einen oder anderen der Soundtrack an solchen Stellen weg ist. Und bei mir halt nicht. Mir ist da das Erlebnis dann doch ein bisschen wichtiger, wobei ich auch die Kollegen verstehen kann, die da sagen, ne, das mache ich nicht mit. Ist halt jedem seine Sache, ne? Okay, und damit sollten wir durch sein. Zu 100%. Mit SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Was ich ziemlich cool finde, ist hier dieses Credits-Game. Gibt es in einigen Spielen, ja, zum Beispiel auch New Super Mario Bros. Wii, glaube ich war es, oder U, oder beide. Da aber eher langweilig. Finde ich hier bei SpongeBob schon deutlich unterhaltsamer, muss ich sagen. Also, wow, positive Überraschung. Aber das gilt eigentlich fürs ganze Game, würde ich sagen, oder? Ich meine, gut, mir war schon klar, dass das Game nicht ultra scheiße ist oder so, sonst hätte ich es nicht gespielt. Ich kannte ja das Original vom GameCube, ich habe es euch in Part 1 gesagt. Wenn auch nicht komplett, ja, also ich habe es nie durchgespielt, aber ich wusste, das Game ist grundsätzlich ganz gut. Habe es auf der Gamescom angespielt, hat mir Spaß gemacht und das stand schon lange als Let's Play fest. Und das hat sich jetzt auch als keine falsche Entscheidung herausgestellt. Es war wirklich sehr unterhaltsam und über weite Strecken auch echt gut. Zwar wurde es nie wirklich krass komplex, fordernd oder mega innovativ, aber für ein Lizenzgame haben die Macher hier einen extrem guten Job gemacht. Insbesondere der Soundtrack ist sehr gelungen. Gibt einige Tracks, von denen habe ich einen absoluten Ohrwurm, wie beispielsweise den, den wir gerade hören, oder auch der von den Quallenfeldern. Es ist einfach geil. Die meisten Welten gefallen mir auch. Eigentlich alle, bis auf... Lol. Komm ich da nochmal raus? Ja, jetzt. WTF, lol. Es gefallen mir eigentlich alle Welten, bis auf die letzte. Die war Schmutz, fand ich. Da haben sie einfach nur irgendwelchen crazy Stuff gemacht. Vielleicht von der Umsetzung her gut, weil es ist halt ein abgedrehter Traum von SpongeBob, aber dennoch, es hat mir einfach nicht zugesagt. Ist halt irgendwie auch eine subjektive Sache, ne? Der eine feiert es, der andere halt nicht. Heldenhöhle habe ich auch schon angesprochen. War jetzt auch nicht ganz so meins. Und Teile vom Schiffsfriedhof ebenso. Aber ja, 80% des Spiels haben mich wirklich gut unterhalten und nicht für Frust gesorgt. Yeah. Was ich ein bisschen vermisst habe, ist vielleicht mehr individuelle Missionen. Also es gab schon ab und zu Missionen, die konnte nur Patrick machen oder nur Sandy. Aber es waren nicht so viele wie erwartet. Auch bei den Bosskämpfen wäre es schön gewesen, wenn halt, ja, wirklich immer alle Charaktere in Verwendung gewesen wären. Oder halt zwei intensiv. Bei den letzten beiden Bossen, also ausgenommen Finalboss, kamen mir Sandy und Patrick so ein bisschen erzwungen vor. Die Hauptphase hat ja trotzdem SpongeBob gehört. Aber okay, er ist auch der Hauptcharakter, von daher, ich kann es ein bisschen verstehen. Beim Finale war es aber dann wirklich ein bisschen schade, dass die anderen nicht zum Einsatz kamen. Und ich fand auch, dass Patrick ja wirklich den Kürzeren zieht, ne? Also gerade im Vergleich mit Sandy ist er etwas limitiert, sagen wir es mal so. Von allen drei Charakteren hat er am wenigsten zu bieten. Das will ich damit sagen. No front an dich, Patrick. Also hätte man vielleicht ein bisschen mehr balancen können. Von Bugs habe ich zum Glück nichts mitbekommen. Es hieß ja, das Spiel ist total verbuggt.
stürzt ab, man klippt runter. Habe ich alles nicht erlebt, aber okay, ich habe es auch ein paar Tage erst nach Release gespielt, weil ich ja mit meinen anderen Projekten nicht fertig wurde und da war der Day One Patch schon draußen. Er hat wohl wirklich einiges gefixt. Also in dem Fall war es dann wohl doch ganz klug, nicht direkt zum Release am Start zu sein, weil es soll wohl sehr frustrierend gewesen sein. Teilweise soll man noch nicht mal alle Socken und alle Pfannenwender bekommen können, ohne den Patch. Also das ist schon heftig. Und natürlich mitunter der größte Grund, warum das Spiel bei den Reviews nicht ganz so gut abgesahnt hat. Ich glaube, es hat einen 68er Metascore, das ist halt schon ziemlich beschissen. Aber wohl nur, oder größtenteils diesen Bugs geschuldet. Klar, das Spiel ist hier und da nicht hundertprozentig gut gealtert, aber das kannst du nach fast 20 Jahren auch nicht erwarten. Ich finde es absolut legit. Bestes SpongeBob-Game. Grafik war auch ganz okay bis gut. Ja, also gerade so die letzten Welten, die fand ich schon echt ansprechend. Schwierigkeitsgrad für so ein Game, was sich natürlich an Kinder richtet, echt gehoben. Wenn auch jetzt für mich oder für uns Pro-Gamer nicht genug, abgesehen von dem Traum, wobei das war da halt auch schon ein bisschen random teilweise. Aber okay, darf auch mal sein. Also ja, wirklich überdurchschnittliches Game und für ein Lizenzgame sogar ein Vorzeigeprodukt. Es gibt so viel Trash auf dem Markt und dieses Spiel ist ein Lichtblick. Müsste ich eine Wertung vergeben, wäre es eine 77 für mich. Leute, ich sag danke fürs Zuschauen, liken und kommentieren. Bis zum nächsten Projekt. Wir haben noch einiges vor uns. Wenn ihr das sehen wollt, dann abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal und ciao.